Heute geht es mal wieder ins Pressnitztal und wir werden uns ein bisschen mit der Geschichte der Strecke beschäftigen. Die Strecke zwischen Jühlstadt und Wolkenstein wurde am 1. Juni 1892 eröffnet und am 31. Dezember 1986 stillgelegt. Damit war es übrigens die letzte Schmalspurbahn, die in der DDR stillgelegt wurde. Kurz darauf begannen die Abbauarbeiten an der Strecke. Dass wir heute wieder mit der Eisenbahn durchs Pressnitztal fahren können, verdanken wir der Interessengemeinschaft Pressnitztalbahn. Die haben nämlich 1990 begonnen, die Strecke zumindest teilweise wieder aufzubauen. Heute verkehrt die Pressnitztalbahn zwischen Steinbach und Jühlstadt. Natürlich wurde nicht alles auf einmal wieder aufgebaut. Das Ganze ging nur schrittweise voran. Begonnen wurde mit dem Lokschuppen am Bahnhof in Jühlstadt. Ab 1993 konnten die Züge wieder bis Schlössel fahren und 1,5 Jahre später bis zum Bahnhof Schmalzgrube. Ein weiteres Jahr später reichten die verlegten Schienen schon bis zum neu angelegten Haltepunkt Forellenhof. Am 18. August 2000 wurde dann schließlich die 8 Kilometer lange Strecke von Jühlstadt bis Steinbach mit einer Festwoche eröffnet. Das Video mit den Fahraufnahmen von damals verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das neueste Bauwerk an der Strecke ist die Fahrzeughalle aus dem Jahr 2005. Zurzeit werden Gleise vor dem Bahnhofsgebäude in Jühlstadt verlegt. Und wo wir gerade bei Gleisen sind, da gab es in Wolkenstein eine Besonderheit. Dieses Drei-Schienengleis. Denn die Schmalspurbahn teilte sich mit der Normalspurbahn ein Gleis. Also dann, genießt das Wochenende, egal ob mit oder ohne Eisenbahn.